Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Lego Vintage Friday. Heute geht es mal um Lego System und zwar darum. Der Name hiervon ist Rocky River Retreat, kanadisches Bergcamp auf Deutsch, Set Nummer 6552. Ich lese es da ab gerade. Von 1993. Hat 232 Teile und 2 Minifiguren. Was das damals gekostet hat, kann ich nicht sagen. Wer es weiß, gerne unten in die Kommentare schreiben. Das Set haben wir gebraucht gekauft, der liebe Andreas. Und hat es mir zur Verfügung gestellt. Ja, und ich würde sagen, wir bauen jetzt das Ganze mal hier genüsslich auf. Also, los geht's. Gehen wir mal zur Anleitung. Die Anleitung ist recht übersichtlich gemacht. So, wir bauen das erste das Auto. Leider gelocht. Viele haben das damals, glaube ich, gemacht, um die Anleitung im Ordner aufzuheben. Das Ganze hat 10 Bauschritte. Ja, dann ist es fertig. Wir haben hier natürlich eine wunderbare Grundplatte. Ja, die ist so leicht verbogen, so verzogen, aber ich meine, es ist von 1993. Was erwartet man? Ja, 10 Bauschritte haben wir und es scheint mir doch recht einfach zu sein, wenn ich die ganze Sache so sehe. Ob jetzt alles dabei ist, kann ich nicht sagen. Das stellen wir dann nachher fest. Wir haben auf jeden Fall schon mal die Figuren, die kann ich euch schon mal zeigen. Dann haben wir hier diesen Herrn. So. Genau, Dankeschön. Das ist dieser Junge. Und dann haben wir noch diesen Goldsucher. Schätze ich mal, dass das einer ist. So. Komm schon, mit Cowboy-Hut. Und der mag nicht. Der mag einfach nicht. So, und mit so einem Suchgerät hier noch. Wobei ich glaube, eigentlich fast eher, das könnte auch eine Frau sein, weil das schaut mir auch so aus, als wenn da Lippenstift drauf ist und die Wimpern so hochgezogen. Also vielleicht ist es eine Goldsucherin, das kann natürlich auch sein. Ne? Und mit Rucksack hinten dran. Genau, das sind die 2 Figuren und hier habe ich mal die ganzen Teile ausgekippt. Und ja, dann haben wir jetzt so 2... Ups, da geblieben, jetzt habe ich die ganzen Bäume umgeschmissen. 2 Bergelemente. Dann haben wir noch 5 Tannenbäume. Ja, so. 5 Stück. Eine Angelrute. Einen grauen Papagei. Ganz einfach, einen grauen Papagei hier so. Ein Pferd. Und dieses komische Teil, das weiß ich noch nicht, wohin das gehört, werden wir noch sehen. Ja, und ansonsten haben wir noch eben Scheiben, Reifen und so weiter. Ach ja, und die Hängebrücke. Die haben wir natürlich auch noch. Und hier ein paar Scheiben. Natürlich, ne, ist ja klar, dass da Kratzer drauf sind. Das ist bespielt von 93. Ich meine, logisch, ne? Ja gut, ich würde sagen, ich fange jetzt mal an und mal gucken. Entweder baue ich durch oder ich melde mich zwischendurch mal wieder. Also, bis gleich. So, Freunde, eine halbe Stunde später haben wir unser Set schon fertig. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein cooles Spielset. Das kann ich nicht anders sagen. Ich meine, schaut es euch an. Ich drehe das einmal hier. Ja, es ist alles dabei, was man zum Spielen braucht. Ja, man kann von hinten hier rein und kann hier spielen. Das Häuschen hier mit einem kleinen Sitz. Ich werde das mal, warte, ich nehme das mal runter, das machen wir jetzt anders. Ich zeige euch ja erstmal das Fahrzeug hier. Einmal den Jeep. Soll wahrscheinlich Jeep sein. Es fehlen allerdings ein paar Teile. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwo verloren gegangen beim Spielen irgendwie. Hier vorne zum Beispiel diese Motorhaube. Die soll nicht so sein. Da soll einfach eine gelbe 2x2 Fliese drauf.
Habe ich aber nicht, deswegen habe ich das so ein bisschen abgerundet mit so einem Slope und eine 1x2 drunter und dann habe ich das so gemacht, dass es eben ausschaut wie eine Motorhaube. Das geht auch. Also das ist jetzt nichts Dramatisches. Diese Klemmen hier oben, da fehlt dann auch was. Und zwar fehlt einmal so ein Beil. Ein Beil ist ganz dabei, dafür eine Axt. Die Axt ist allerdings zu breit, also vom Durchmesser hier, vom Griff. Das hält hier oben. Das hält nicht. Ne? Das hüpft immer wieder raus. Dann ist noch die Angel dabei. Da müsste normalerweise noch eine Schnur so rum, so ein Bindfaden oder was. Sei es drum. Auch die Angel sollte hier eingesteckt werden, dass die hier drin hängt, aber ja, ihr seht schon, die hält schon gleich gar nicht. Also diese Klammern sind ausgeleiert. Dann haben wir noch für den einen hier eine Schwimmweste. Das ist cool, diese Schwimmweste. Und ein Köfferchen. Wahrscheinlich ist da einer ein Gast davon. Und noch so ein blauer. Das habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden, wo der hingehört, diese 1x1. Habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. Das Köfferchen ist im Boot mit drin, sehe ich gerade. Naja, gehen wir erstmal zum Auto nochmal. Da kann man einiges machen. Und zwar kann man hier die Heckklappe aufmachen. Ja, die kannst du hier aufmachen. Und man kann auch hier das Dach aufmachen, um da eine Figur reinzusetzen. Ja? So richtig schön eben zum Spielen. Natürlich auch die Türen sind zum Öffnen. Und ja. So ist der Jeep fertig, rollt auch einmal frei. Ne? Funktioniert super, gar keine Frage. Dann haben wir noch den Hänger dazu mit so einem kleinen Schnellboot. Da kann man hier zum Beispiel den Außenbootmotor, den kann man hier so runterklappen. Das ist auch ganz cool gemacht. Ja? Und natürlich das Boot auch abnehmen, dass es dann hier auf dem Wasser fährt. Ja? So, dann kann es hier schön rumsausen, ne? Coole Sache. Ist auch ein sehr schönes Spielfeature. Ne? So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich das wieder drauf kriege, wie es war. Irgendwie. Ne? Soll ja. So, jetzt. Genau. Und hier unten haben wir dann auch noch Rücklichter, ne? Unter dem Boot, unter dem Hänger. Und dann ist diese Kupplung und schon haben wir ein schönes, kann man gar nicht sehen, und so haben wir ein schönes kleines Set mit Hänger und Boot. Ne? Ist doch ganz cool. Ja, dann haben wir, wie gesagt, das Pferd. Ne? Das ist hier der Sattel. Man kann natürlich auch jemand reinsetzen. Ich weiß nicht, wofür die Haken hier hinten dran sind. Keine Ahnung. Dann haben wir hier vorne eine kleine Feuerstelle mit der Pfanne. Auch da oben drauf fehlt so eine Siegklemme, eine rote. Siegklemme weiß ich nicht, glaube ich, genau. So eine 1x1. Die soll wahrscheinlich einen Fisch darstellen, der da oben drin ist. Hier haben wir einen kleinen, das ist so ein Brunnen, ne, wo man dann hier so, und dann kann man ins Fass Wasser reinkippen. Hier oben fehlt dann auch noch am Berg so eine 1x1 in Schwarz. Hier ist so ein 1x1, so ein Winkel dabei gewesen. Den habe ich jetzt da mal reingeschmissen einfach. So 1x1 in Schwarz. Ich wüsste jetzt nicht, vielleicht habe ich sogar eins von Lego. Kann sein. Dann haben wir hier den Papagei raufgesetzt. Genau. Die Minensucherin, Goldsucherin da hier unten da, die steht da. Der Junge ist da. Man kann auch, da fehlt auch noch was. Und zwar, das schaut mir so aus wie hier auf dem Bild, so ein weißes Fensterbrett. Ja, hier unten. Eine 1x6 in Weiß. Ja, also ist leider auch nicht da. Wenn es ein Weiß sein soll, keine Ahnung. Aber ich denke, ja, schaut so aus wie Weiß. Das fehlt auch noch. Und außerdem fehlt auch noch so ein Busch hier. Der ist auch nicht da. Aber wie gesagt, das ist halt von 93. Das wurde halt wahnsinnig bespielt. Dafür haben wir hier 1, 2, 3, 4 Bäume. Die sind oben. Und noch hier ein extra. Ja, das ist halt, haben wir halt den Busch dafür dabei. Ist ja auch gut. Also hier den Baum, meine ich. Und ein Busch fehlt. Aber ja, mein Gott. Das ist jetzt nicht weiter tragisch. Und sonst schaut das so aus. Ja, das Dach, das ist halt, das sind so eine Paneele, die zwei da, genau. Hier hinten ist dann noch ein Fass drin mit ein paar Sachen. So eine Kettensäge hier zum Beispiel. Das ist ganz cool. Und ein Besen.
Ja. Und hier drin noch eine Laterne, also es ist so ein Lampion da. Jo. Und ansonsten war das schon alles, ne? Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, zum Spielen ist es echt super, ne? Wenn man kleine Kinder hat. Und es hat auch Spaß gemacht zu bauen und ging relativ schnell. Ja, ich werde jetzt noch mal kurz messen, wie groß das Ganze ist. Schauen wir mal. Also in der Höhe haben wir hier mit Baum das höchste 15 cm. Und dann, das müsste so eine 32,5 Platte sein, oder? 25,5 meine ich. Ja, 25,5 mal 25,5 ist die Platte hier. Aber was mir halt echt gut gefällt, ist es mit dieser Hängebrücke. Das schaut richtig gut aus. Und ich meine, wie gesagt, zum Spielen ist das allemal toll. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Set findet, denn ich weiß, es sind ja viele dabei bei euch, diesen Vintage Friday lieben. Und ich denke, da haben wir mal wieder ein gutes Set an Land gezogen. Mir hat es gefallen, mir hat es Spaß gemacht zu bauen und ich freue mich schon auf den nächsten Vintage Friday in 4 Wochen dann wieder. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, gerne auch gerne ein Abo da lassen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder und ich sage danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, ciao, euer Paul.